Hey, oh, liebe Leute, und willkommen zur wirklich, aber wirklich letzten Folge Hero Siege in Season 3 mit diesem Charakter. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg zum Endboss, müssen uns hier durch die Fängen des unterirdischen Ganges kämpfen und sterben. Elendig. Und sterben elendig. Glaube ich. Nein, wir schaffen es. Wir fliegen einfach durch. Wir fliegen einfach durch, 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 durch. Wir fliegen einfach durch, wir fliegen hier drum rum. Also wer fliegen kann hier, ist echt gewartet geworden. Wer kann aufhören? Wer kann aufhören? Wer hier fliegen kann, kann schon aufhören. Wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht von Sachen angeschossen werden, die auf Ferne kämpfen. Da gibt es einige Gegenstände oder einige Dinge, die das so machen können. Ich glaube, die Schleime können Ferne kämpfen zum Beispiel. Ist das wieder Pantus? Ne, diesmal ist der Baum. Der Baum. Baum! Ich ist die Schmach, kommt der Baum an und stirbt. Die Schmach stirbt, Baum. Wow, 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 wow. Ruhig, Mann. Ruhig. Ruhig, alles wird gut, ich finde deine Eltern. Hoffentlich nicht. Niemals. Nein! Ich hab die anderen Wellen nicht beschworen. Ach, gleich wieder raus. Fuck, jetzt muss man das alles nochmal machen. Ach, Kacke. Ich bin heute zu schnell war. Na Kacke. Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. So, ah, da ist natürlich. Das ist natürlich jetzt exquisit hier. Willst du mich verarschen, dass selbst in einer blauen Mistruhe nur Kohle drin ist? Kack, Alter, was kein Mensch braucht. So, C. Was war denn das, was ich gerade davon habe? Hier. Zack, geh. Geh, 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 okay, pass. Zack, zack. Ach du Kacke. Was geht denn hier ab? Wir machen mal unser Brimstone höher. Alle Brimstone, den brauchen wir nachher. Sowieso. Ohne den sind wir sowas von am Arsch. Genau wie mit unserem Heiltrank. Wir brauchen nicht so viel. Wir brauchen Heiltrank. Wir brauchen Fernkampfwaffen. Wir brauchen allgemein viel Schaden. Den wir irgendwie nicht machen. Obwohl wir da riesige Summen haben, die da stehen. Und gute Items haben. Wir haben wirklich gute Items. Am liebsten wären wir noch, wenn wir den Zeppelin finden würden. Denn der Zeppelin bringt nämlich sowas, dass wir zielsuchende Raketen auf unsere Gegner abfeuern können. Die fliegen immer von ganz allein los, aber sind halt zielsuchend. Oh Gott, Gorgor, the Hammerhead. Oh Gott! Und sein kleiner Bruder, Gorgi. Bam, tot, tot, tot. So. Unsere Items machen, wie gesagt, machen ja schon sehr gut Schaden. Aber es gibt schon, es geht immer noch ein bisschen mehr. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Hier, Schrein ist aktiviert. Mal sehen, was da passiert kommt. Oh, Kalzifer. Oh Gott, der ist so nervig, weil er diesen Wind macht. Seht ihr ja schon. Jetzt muss er da unten gedrückt. Und das gefällt mir überhaupt nicht. So, zack. 10.000 Schaden. Ich mache einfach nicht mehr Schaden, wenn ich das benutze, die 4. Das ist komisch. Das verstehe ich nicht. Bitte ein Item. Ist doch nicht wahr, Mann. Kein einziges Kack-Item. Irgendwas ist da komisch. Irgendwas ist da komisch gerade. So, hier wieder durchrennen. Jetzt müssen wir hier wieder durchrennen. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Da lag ein Full Health Trank. Oh, den Hammer. Den brauchen wir nicht. Ja, den Hammer, den Hammer, den Hammer. Ich hänge hier. Wow. Also, Schutzschild, da waren wir schon längst tot. Ohne unser Schutzschild. Das ist Schutzschild. Ohne Schutzschild waren wir bestimmt schon längst tot. Zack. Einfach reinbratzen die Fähigkeiten. Einfach reinbratzen, als ob es nichts ist. 84% Schutz. Wieder Pontus. Alter, das ist doch nicht. Nee, nee, das ist nicht mehr normal. Das ist nicht mehr normal. Das ist doch nicht normal, dass wir einfach so oft nur Pontus kriegen und keine Items und nur Kohle und. Oh Gott, der verseucht diesmal alles. Der verseucht diesmal alles. Stirb doch mal! Da kommt immer wiederholen, ja. Reviven. Reviven. Okay, das ist da oben. Kein blauen Schlüssel mehr. Super, kommen wir gleich wieder hoch. Das regt mich ja ein wenig auf. Aber nur ein bisschen, denn man sieht es hier kaum. Da oben bleibt zwei Kisten.
Ja, töt erstmal das jetzt hier. Ja. Holen wir uns hier den Boss. Bitte nicht der Baum. Es ist King Cora. Es ist ein ziemlich angenehmer Zeitgenosse. Weil er einfach nichts kann. Er kann einfach gar nichts. Außer uns hier mit dem Hook. Könnte er uns ranziehen. Außer du meinst könnte. Und er kann es nicht. Weil er dumm ist. Hier oben habt ihr drei Devil-Statuen da oben. Könnt natürlich alle drei uns ultra stark machen, könnten uns aber auch alles abziehen. Deswegen mache ich es lieber nicht. Ich will nicht auf Risiko gehen. Ich will lieber safe spielen. So. So, aber langsam müssen wir wirklich mal zum Ende kommen hier mit Hero Siege. Eigentlich sind wir ja schon so gut wie am Ende. Wo sind die letzten zwei Gegner? Da unten. Sind noch bis zwei kommen, ja. Ach man, schon mal so ein Rifter-Typ. Rift Commander. Ein Rift-Kommandant! Ja, du bringst doch eh nichts, was hat es gebracht? Außer dass du hier rumfliegst. Wie so eine Eule. Bitte was leichtes. Jetzt habe ich sofort einen Finger auf 3. Oh Gott. Oh Gott! Ich hab gesagt was leichtes! Ich wollte was leichtes! Nicht den! Alter, der Gegner ist so übelst stark. Der ist so extrem mächtig. Oh Gott, der hält auch so viel aus, Mann! Ich muss echt ein bisschen konzentrieren, ja. Sonst haben wir eine Arschkarte, dass wir gleich tot sind. So, 3. Immer wieder unser Schutzschild aktivieren, wenn wir so immer ein bisschen Mana haben. Weil lieber verliere ich einmal Mana als einmal Leben. Ich hänge so ein bisschen im Spiel am Leben. So ein bisschen hänge ich da dran, aber wirklich nur minimal. Man sieht es eigentlich kaum, wie sehr ich daran hänge. Jetzt stirb doch mal, Mann! Es geht doch! Oh Gott! Seid ihr um die Tür offen? Kann ich da oben jetzt rein? Na noch nicht. Oh Gott, ich will da rein. Ich glaube, wir sind jetzt sogar drin, ne? Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen die letzte Ebene vorstellen vor dem Endboss. Das ist diese hier. Wir gehen aber erstmal schnell in die Krypte rein. Damit wir die ganzen Wellen nicht machen müssen, sondern bloß hier so zack, 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 zack. Alles aktivieren. Zack, zack, zack. Rein, rum, aktivieren. Alles angucken. Wundert, dass das Geld drin ist. Oh Gott, wer hat gesagt Geld? Raus, Leertaste und alles töten. Jetzt töten wir ja alles und sind dann direkt auf dem Weg zum Endboss von Hero Siege. Mit dem neuesten Update. Das ist der neueste der neueste DLC-Boss, der allergrößte. Weil wenn man den tötet, kriegt man diesen Charakter, den wir jetzt hier haben, erstmal freigeschaltet. Man muss mit einem... Es gibt zwei Charaktere in dem letzten Update. Und an der letzten DLC. Und um den Charakter zu kriegen, muss man mit einem dem anderen Charakter, den man hier bekommt, erst... Oh Gott, der teilt sich. Muss man erst den Endboss hier mit dem anderen Charakter besiegen. Dann bekommt man einen Schlüssel und dann schaltet man diesen Charakter hier frei und kann diesen dann spielen. Ich glaube, der erste, das hier ist der Demon Spawner und der andere ist der Demon Slayer. Mit dem muss man dann, wie gesagt, den Endboss hier töten und dann kriegt man den Demon Spawn freigeschaltet. Ganz einfache Logik. Der ist schon mal tot. Der ist auch tot, perfekt, unser Kumpel rufen. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Endboss von Hero Siege Season 3. So. Auf geht's zum Endboss. Genießt mit mir diesen Moment des Todes, den wir jetzt erleben werden. So. Es gibt da einen kleinen Trick, wie man ihn ganz leicht besiegen kann. Ich werde versuchen, ob ich ihn hinkriege. Wenn wir einfach weggehen. Oh Gott, wir müssen ja... Oh Gott. Wir müssen nämlich seine Kugeln... Können immer hier dahinter bleiben. Wir müssen einfach nur seine Kugeln, die da sind, kaputt machen. So, und zwar jetzt. So, wir können es einfach theoretisch mit Dreieck, mit E unsere Sachen aktivieren und dann einfach hier... Diese Kugel müssen wir erstmal kaputt machen. Und dann geht es erstmal richtig los. Nachdem die Kugel wechseln, geht es erstmal richtig los in dem Kampf.
Und wir können immer... Aber ihr seht schon, wir machen kaum Schaden. Wir machen kaum Schaden. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht auf die Fresse kriegen. Ein bisschen überlegen, wie wir uns jetzt immer am dümmsten an die ganze Sache rangehen. Ihr seht schon, der macht verdammt viel Schaden. Beziehungsweise hält auch sehr viel aus. Ein bisschen aufpassen. E aktivieren und hoch. Und hoch. Das könnte ich eine Weile ziehen jetzt. Das kann sich eine ganze Weile ziehen. Ich habe eh nur aktiviert für den Fall der Fälle, dass wir mal irgendwo verpennen. Der Mana ist weg, wir wurden irgendwie getroffen. So, jetzt müssen wir darüber. So, ein bisschen aufpassen. Zack, da seht ihr schon, da kommen die an Zacken runter. Da kommen sie wieder. Wow, 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 wow. Man könnte natürlich auch mitlaufen. Ich glaube, das werden wir auch langsam besser mal tun. Wow, jetzt noch nicht. Jetzt. So. Drei aktivieren und weiter, einfach weiter, 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 weiter. Dreieck. Dreieck, Dreieck und weiter, 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 einfach weiter, einfach weiter, weiter, einfach weiter. Immer mitlaufen, immer mitlaufen. Ist natürlich die einfachste Variante. Also die kompliziertere Variante finde ich hier, weil wir immer in Bewegung bleiben müssen und auch jede Kugel treffen müssen. Aber wir müssen es so machen, dass wir die Kugel, die wir da unten haben, die letzte ist. Lasst uns hier mal kurz warten. Ich will, dass die Kugel die letzte ist. Okay, ist so schön. Okay, wir müssen eine Runde drehen. Weil da geht dann nämlich nach oben. Und ich möchte unten bitte den Weg lang. So, jetzt. Töten, 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 töten. Okay, sehr gut. So, jetzt müssen wir ja aufpassen. Jetzt fängt auch nicht mehr an, richtige Scheiße zu bauen, ja? So, Brimstone rein. Zack. Das war es noch lange nicht. Das war es leider noch lange nicht. Jetzt kommt die richtige Arschkarte. Wenn du jetzt nicht fliegen kannst, bist du echt im Arsch. Jetzt. Reißt nämlich der ganze Boden da auf. Da seht ihr schon. Wir bleiben kurz hier hinten. Wow, 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 wow. Da trifft uns halt wieder immer. Das ist das Problem. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wo kommen die Kugeln? Da kommt die Kugeln. Wir müssen auf die Kugeln aufpassen. Und zwar müssen wir jetzt auf Fernkampf versuchen. Wir können natürlich über die Zacken fliegen. Und voll auf die Fresse kriegen, aber... Wir passen hier halt ein bisschen auf jetzt. Und können dann hier einfach aus der Ferne ihn einfach abknallen. Das ist gar kein Problem eigentlich. Eigentlich gar kein Problem. Oh, au. Muss ja echt aufpassen auf die scheiß Köpfe. Nein, wir sind tot. Verdammt, 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 verdammt. Nein, wir haben es nicht geschafft. Trotzdem, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Das war Hero Siege Season 3. Haben wir den Endboss nicht geschafft. Ah, das wurmt mich gerade ein bisschen. Aber es ist nicht schlimm. Vielleicht zeige ich ihn irgendwann nochmal in einer anderen Staffel. Bitte, ich bin jetzt nicht darum, dass ihr jetzt Dislikes machen müsst, deswegen nur weil ich verloren habe. Der Boss ist wirklich verdammt, verdammt, verdammt schwer. Ich habe mal selber erst einmal besiegt, bin aber viermal schon gestorben oder so. Weil es kommt alles auf einen, es prasselt alles auf einen ein an Schaden und Gegner und trotzdem. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst bitte einen Kommentar da, ein Like da, ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen und ja, wir sehen uns im nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich bin der Mage in LP und das war Hero Siege Season 3. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!